Ja, und wie ihr seht, der Dom im Hintergrund hier in Düsseldorf. Aber unser ist besser. Alex ist auf jeden Fall besser und größer und höher. Aber da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin, kurz vor dem Turm. Einen wunderschönen guten Tag aus Düsseldorf. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Moritz ist gerade am Meeting. Dankeschön. Und ich bin erstmal hier normal essen, bevor ich hier irgendwo Eis essen gehe bei Moritz. Bei The Famous Ice Café. Hier in Düsseldorf, in einem Shadow Arcaden. Ja. Bevor das Video beginnt, ich hoffe, euch geht's gut. Das ist hier die Einleitung. Der Moritz muss auch jeden Moment da sein. Der ist gerade, wie gesagt, im Meeting. Noch 20 Minuten, wird aber auftauchen. Ich dachte mir, ich nutze die Zeit und esse was kurz, trinke was dazu. Und ein bisschen Brot ist da, Dankeschön. Und was soll ich sagen? Ich bin hungrig, nach knapp 6 Stunden Fahrt mit dem Flix Train kam ich jetzt hier an. Und werde natürlich nicht gleich das Eis essen, sondern ganz normal essen. Ja, Brot geht klar. Der ist da hinten gegenüber. Auf der Terrasse, wo man Eis bestellen kann. Und ich wollte jetzt nicht wie so ein Assi. Ich bin jetzt auch hier in Düsseldorf für 2 Tage. Heute Morgen, übermorgen fahre ich wieder. Ja. Es ist ein cooles Ambiente hier, cooles Restaurant. Auf dem Weg habe ich schon sehr, sehr viele Obdachlose gesehen. Also man denkt halt immer, das ist nur in Berlin. Das ist nicht nur in Berlin. Da gab es so einen großen Graben, den habe ich aus der Bahn gesehen, so ein großer Graben, wie so eine Art Baustelle. Und da lebten sehr viele in Zelten. Wenn die Zeit das erlaubt, gehen wir natürlich auch dahin und probieren natürlich dort zu filmen. Ich hoffe, uns passiert nichts. Mir wurde gesagt, die Leute sind etwas aggressiver dort. Aber wir gehen trotzdem hin, wir probieren es. Ich zeige euch auch die Realität von Düsseldorf. Also nicht nur das schöne Schickimicki, sondern auch das, was Berlin hat. Ja, wir warten auf meine arabierte Penne und wir essen schön was. Und sehen uns gleich nochmal, oder? Ich zeige euch natürlich, wie das Ganze aussieht, warum nicht. Und dann kommt auch schon der Kollege, glaube ich, nach dem Essen. Perfektes Timing. Und schaut euch das an. Arabierte Penne ist jetzt gerade zur Erscheinung gekommen. Sehr, sehr liebe Leute hier. Sehr nette Leute hier. Ja. Vielleicht ein bisschen Würzen wäre nicht schlecht. Ich sehe gerade, dass Mois mich sieht. Ich sehe nämlich auch. Der ist jetzt gerade im Meeting gefangen. Ja. Wow, sehr gut. Einmal schon reingebissen vorbei. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt gehen wir hier rein, Shadow Arcaden. Ja. Gehen rein und sagen dem Kollegen natürlich Hallo. Ich musste normal essen, bevor ich Eis esse, Bro. Ich musste normal essen. So, zeig mal hier dein Eis und dein Shadow Arcaden, Alter. Auf jeden Fall sitzen wir hier nach dem Essen gegenüber, waren wir jetzt vorhin. Und jetzt sitzen wir hier. Und der junge Mann ist auch angetroffen worden. Ja, also er hat mich empfangen. Ich habe dem Mann kurz Tipps gegeben, wie er sein Content machen könnte. Ab heute wird er auf jeden Fall netter und hört mit Fitner auf. Richtig, ja. Wir haben das jetzt an den Tisch geklärt. Ja. Ich meinte, du bist eigentlich ein guter Junge, aber bei Videos denkt man, du bist so ein komischer Keck. Ja. Deswegen, eigentlich ist er viel netter. Er wird so gut, es geht jetzt versuchen, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Also, da hat er vollkommen recht. Also er spricht ja nur so, weil er mich ja nur bei TikTok sozusagen sieht. Aber meine normalen Videos hast du wahrscheinlich noch nie gesehen, nee, auf YouTube. Ja. Siehst du? Und das ist es nämlich. Ich mache auch niemand ganz normal. Guckt heute YouTube, oder? Ich weiß. Du keiner guckt 15 Minuten Videos mehr. Du musst auf nett, Bruder. Du musst Menschen überraschen mit Nettigkeit, nicht mit so. Ich mache eigentlich super seriösen Content auf YouTube. Ich zeige Orte, gehe in die Hoods. Ja, sowas auf TikTok. Aber auf TikTok ist es geplatzt, weil ich auf die Schnelle gegangen bin. Egal, aber versuch dann diese 15 Minuten, wenn du die fertig gedreht hast, die besten 15 Sekunden zusammenzupacken in einer Minute. Versuch den Inhalt zusammenfassend in einer Minute zu machen. Okay. Dann hast du ja diese ganzen unnötigen Aussteigen, Schuhe anziehen, das alles nicht. Du hast nur die Emotionen. Wenn man nur das Schöne in einer Minute packt, ist das eigentlich noch krasser. Das ist jetzt sein Ziel. Auf jeden Fall. Für das Business Coaching 15.000. Ich lasse jetzt mindestens eine Stunde. Heftig. Hätte auch sagen können, nee, heute nicht. Aber hat er nicht gemacht. Das ist krass. Das ist krass. Sehr, sehr krass. Ja, cool, Bruder. Ich habe also sozusagen indirekt, war ich bei deinem
bei euren Konkurrenten hier, bei den Italienern, die Türken sind. Das ist auch unser Cousin. Achso, okay. Wir sind, bevor wir irgendwas in Sperme, dann irgendwer anderer und am Ende sind wir Knochen. Am Anfang und am Ende kann man uns nicht unterscheiden. Wir sind eigentlich alles dasselbe. Wenn du bei ihm gekauft hast, Bruder, Alhamdulillah, ein Mensch wurde glücklich. Das ist das Wichtigste. Nee, du hast recht. Das Ende ist nicht, das Ende ist kein Happy End. Doch. Ja. Jeder Film endet in Happy End. Sogar wenn du mit jemandem Sex hast, ist der Ansatz in Happy End. Und der liebe Herr ist wirklich so, der spielt das nicht, der ist wirklich tätig hier. Der war schon Eis verkaufen, 20 Stunden vorne an der Theke. Stand da eigenhändig, hat Eis verkauft. Seht ihr auch auf TikTok, was wir vorhin gedreht haben. So, und jetzt hier nochmal. Also woher nimmst du so viel Zeit? Wie schaffst du das? Wie machst du das eigentlich? Ich schlafe nicht. Du schläfst gar nicht, wa? Nein. Ja. Ganz wenig. Aber so, ich finde, das ist halt Zeitverschwendung. Ich weiß, es ist nicht gut. Man sollte schlafen. Ich will auch niemandem sagen, schlaf nicht. Ja. Aber ein Kollege zu mir meinte, Bruder, meine Feinde stehen früh auf. Ich meinte, Bruder, meine Feinde wissen gar nicht, dass ich nicht schlafe. Nee. Nee, du hast vollkommen recht. Ja, nee, ich finde auch, es ist so ein bisschen Zeitverschwendung. Ja, ein bisschen so. Bisschen, ja. Wenn du zu viel im Kopf hast und zu viel vornehmen willst, kannst du vielleicht, wenn du weniger schläfst, einen Tag sparen. Deswegen. Stark. Findest du, hast du auch so ein Gefühl, wenn du, also damals war das nicht so, als ich jünger war, wollte ich immer, dass es schnell vorbei ist. Ja, du wolltest unbedingt 18 werden. Genau. Ab 18 wollte ich unbedingt Zeit anhalten. Und jetzt sei ehrlich, sind jetzt die 24 Stunden genug? Ich finde, der Tag ist zu kurz. Es ist 20 Uhr gleich, es kommt mir vor wie 12 Uhr. War? Voilà. Ja. Ich habe so eigentlich viel geschafft, aber ich weiß jetzt, ich könnte mehr schaffen und das fuckt mich nicht ab. Richtig. Und ich habe nicht mal gegessen heute. Nichts. Stark. Ich habe jetzt erst daran gedacht, dass ich essen muss. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Weil wir zahlen Zeit für Geld und Geld für etwas noch Unnötigeres. Aber Zeit ist das teuerste Konstrukt eigentlich. Weil eigentlich hast du guten Business gemacht, wenn du Zeit investiert hast und du dann glücklich bist. Und frei bist, vor allem. Und frei bist. Aber diese Freiheit gibt dir Geld nicht. Geld ist nur Benzin für dein Auto vielleicht in der Straße, auf der du fährst. Hm. Aber du kannst manchmal zu Fuß gehen und glücklich sein, weil du schöne Umgebung hast. Stark. Es ist halt, wie du es siehst, verstehst du? Ja. Das ist dein Bruder. In dem Sinne, sehr deep Talks. Heute auf jeden Fall. Auf Deep Talk angelehnt. Ich küsse eure Herzen. Was ist denn eigentlich dein Ziel nochmal zum Schluss? Mein Ziel? Willst du innere Ruhe, willst du ankommen? Oder wie, was genau? Ich hab innere Ruhe, voilà. Was schreibst du denn an, so als den ultimativen Finish? Ich will Elon Musk. Stark. Ja. Gute Gedanken sogar, sehr, sehr gute. Ich will den Bruder jetzt nicht, aber Bruder, ich weiß, es ist behindert und man wird das wahrscheinlich vielleicht nie erreichen, aber wenn ich sage, ich muss Arzt werden, dann wirst du nur Krankenschwester. Wenn ich sage, ich will Präsident werden, wirst du Vorsitzender bei FDP. Richtig. Wenn ich sage, ich will Elon Musk, ob so sehr daran, dann wirst du Bezos. Irgendwer werde ich schon sein. Das heißt, auf jeden Fall. Und richtige Gedanken. In jedem Spiel ist der Stärkste vielleicht Level 100. Du bist vielleicht Level 3, wenn du deine Hände siehst. Wieso gibt es denn Level 100 Typen? Weil falls du 99 wirst, du hast genug Erfahrung. Stark. Egal wer ist, ich sehe meine Hände. Ich finde das gut. Ich muss mich halt an der Stärksten natürlich. Natürlich, orientieren. Ne? Genau. Und das ist, jetzt kommen wir auch zum Punkt, das glaube ich sogar meistens. Ich glaube, dass jeder aus dem Nichts kommen kann. Dass egal wer ist. Oder also, ich glaube, jeder auf dieser Welt hat seine Chancen, alles zu knallen. Nur weil er existiert. Aus dem kompletten Nichts. Bruder, wenn es dich heute gibt, gibt es dich auch morgen. Und egal wer jemand ist, wenn du dir genug Mühe gibst, könntest du. Ja. Das ist schon krass. Und Bruder, wenn du jedes Mal schlafen gehst, erlaubt dir Gott jeden Tag wieder aufzustehen. Neu Anfang. Ja, Mann, genau. Sehr, sehr gut. Sehr, das sehr ist gut. Krass. Das ist wieder neuer Anfang jetzt, Mann. Du hast vollkommen recht. Niemand schätzt seinen Tag. Aber die denken alle, ja, okay. Du hast 24 Stunden richtig zu machen, was du willst. Und das ist krass, Bruder. Du kannst nett zu deinen Eltern sein, zu deiner Frau, du kannst deinen Obdachlosen helfen, du kannst Business schaffen, du kannst alles schaffen und dann glücklich schlafen. Und morgen wieder von neu anfangen. Das Wichtigste ist, nicht zu denken, dass du morgen was erreicht hast, was du gestern erreicht hast. Ja. Wenn ich morgen aufwache, wieder null. Egal, was ich erreicht habe, übernimmt das für ihn. Mois macht Geschenke. Nein, auf. Mach das nicht. Ich will auch sein Leben. Alim, mach das nicht. Bitte lass das. Guck mal, am Ende, oder wenn du das aufmachst, alle denken, das ist sein Geschenk. Aber das ist ja dein Geschenk. Ja. Ist egal. Ja, nimm das alle, mach doch auf.
Ich oder mach doch auf, es ist ein Geburtstagsgeschenk. Lala, nein, Bruder, ist doch scheißegal, was das ist. Mach dir jetzt auf, bitte. Kann dir nicht sein, Pussy. Ich bin ein Pussy, weißt du nicht, was wir hier gemacht haben? Oder? Denkst du, ich bin so einer, der... Ja, Bruder, genau so. Lass das auch mit. Lass. Das ist nicht super entspannt, gutes Wetter hier. In Berlin regnet das. Was soll ich sagen? Das ist der Vlog-Vibe heute. Ja, Mann, Dildo. Dildo. Wie viel verkaufen wir? Aber krass, dass ihr alle Geld zusammengetan habt. Dem Kollegen wurde Dildo gekauft. Das schenkt man sich in Düsseldorf. Stotter Koi. Sie werden die hat das gekauft. Da kommt eigentlich eine Tastatur rein, Bruder. Tastatur? Ich glaube schon, ich weiß nicht, wofür das entworfen wurde. Da machen wir viel Geld hier drin. Ich will erstmal Dildo riechen. So, wie verabschiede ich ihn natürlich von dem jungen Mann und das war's dann auch schon heute. Sehr, sehr nette Worte im Hintergrund, die wir ausgetauscht haben. Und was soll ich sagen, Alter? Das ist schon heftig. Ja? Also, er ist auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level. Weißt du? Schaut euch mal bitte die Umgebung an. Hier zum Beispiel auch noch ein Teil vom Eiscafé. Kann ich euch zeigen. Auch hier so vom Teil. Jetzt bauen die Jungs auch gerade ab. Ist schon Game Over, ne? Ja, okay. Ich mach 20 Uhr mal Feierabend. Ja, um 8 Uhr. Okay, ich verstehe. Ja, 7.30 Uhr fangen wir an. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Also ich sehe, er hat auch hart gearbeitet und ihr arbeitet auch hart. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin aus Versehen vorhin bei eurer Konkurrenz essen gegangen, aber ich sagte, ihr seid cool mit den Leuten. Ich dachte, das gehört auch noch dazu zu euch. Deswegen. Nein, Bruder, aber egal. Die kaufen mich auch. Habe ich einen Vlog gemacht, habe ich da gegessen auch, aber es ist kein Problem. Ich habe auch bei euch Eis gegessen, ja. Eis war auch sehr lecker, natürlich. Ja. Müsst ihr euch vorstellen, er hat jeden Tag Stress und jeden Tag kommen irgendwelche Leute und wollen mit die Foto machen. Das ist schon krass. Ja. Auf Dauer ist auch natürlich psychisch, ne? Weil jeder will Foto machen, jeder sagt, ey, komm mal her oder hey, wie geht's dir und so, weißt du? Das fehlt schon. Ja. Aber er meistert das sehr gut. Er macht es so, als wäre nichts passiert. So, ich verabschiede jetzt bei den Kollegen und ja, Bruder, ich danke dir auf jeden Fall für diese ganze Energie. Ne? Gerne, Bruder. Das Ganze, was du heute gesagt hast, ist mir sehr, sehr wichtig gewesen. Danke schön, Bruder. Wir hören uns morgen. Bitte, bleib zu Hause. Bitte. Er ist der Beste, Alter. Ja, ja, ich zeige euch mal ganz kurz das Eiskaffee. Natürlich, 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 natürlich. Jetzt wollen die auch noch Fotos. Natürlich anstrengend. Alter, was geht da? Ich zeig euch kurz mal das Café, ja? Ich zeig euch mal kurz mal das Café. Also, das Café an der Ecke ist natürlich hier. Gehen wir mal kurz hoch. So, jetzt sind wir auch gerade hier. Es war mir wichtig, dass ich das Café auch zeige. So, jetzt machen wir natürlich auch schon Feierabend. Aber es war mir wichtig nochmal, dass ihr so mal die Einrichtung mal seht. Hallo. Und dann so ein bisschen seht, wo er so, was er so macht, wofür er so steht. Schaut euch mal bitte die Einrichtung an, allein die Einrichtung hier. Aha, also, es ist schon geil. Wir saßen da vorhin draußen in der Terrasse mit den lieben Mois. Da hinten nochmal an der Terrasse hinten draußen kann man auch noch Eis bestellen. Das Eis wird hier gemacht, unten auch. Und ja, schönen Feierabend euch auf jeden Fall. Ciao. Ciao, ciao. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ja. Polizei ohne Ende hier, was geht da? Und hier geht's weiter. Ihr seht, bei uns ist ja an der Ecke, jede Ecke was bei euch. Hier gibt's noch einen Teil. Hier gibt's noch einen Teil, der macht jetzt auch Feierabend. Also das System besteht ja aus drei Ecken. Einmal das hier, einmal oben drin und einmal draußen an der Terrasse. Und so sieht das hier aus. Schönen Feierabend, Chef, ja? Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. War sehr gut heute, ja? Sehr, sehr gut. Du bist immer hier? Ja. Okay. Bist du manchmal auch oben oder bist du nur unten? Nur hier. Ah, nur hier, okay, okay. Terrasse haben die auch. Also die haben einmal hier, einmal oben und einmal Terrasse. Wow. Freunde, und jetzt sind wir gerade hier am Start. Alle, die bei Mois waren, sind jetzt bei mir, Alter, ja? Ja, heftig. Ja, stark. Was treibt ihr euch alle auf TikTok herum? Ja? Nein, was treibt ihr herum? Seid ihr alle auf TikTok oder was? Mami, ich seid ihr. Ja. Wer bist du? Ja, also ich guck mal nämlich auf TikTok, ne? Ja, normal. Okay. Meint ihr, ich muss das ändern ohne Pranks mehr oder soll ich dranbleiben? Ja, mit Pranks. Mit Pranks, ne? Also, das mit Mois hat sich heute erledigt. Wir haben uns getroffen, wir haben gequatscht. Wir haben sehr lange gequatscht. Wir saßen 1,5 Stunden, 2 Stunden. Ich habe vorher noch mal was gegessen, wie ihr gesehen habt. Und dann
Ja, ist ein schöner Tag, ist eine schöne Stadt, Düsseldorf, ist wunderschön. Ja. Gefällt mir sehr. Ja, ja. Bei euch ist eigentlich sehr, ja, Sommer, schöner Nachmittag in Berlin, muss ich sagen. Ich komme aus Berlin, deswegen. Ja, ich komme nicht aus Düsseldorf. Ja. Wie lange bleibst du noch hier? Ich bleib heute und morgen. Bis morgen noch und übermorgen gehe ich weiter nach Duisburg. Das ist auf YouTube. Ja, das wird auch mein YouTube-Kanal kommen. Das ist... Alter. Jetzt mit den Jungs hier, Alter. Wir haben vorhin einen TikTok gedreht. Und jetzt wollen die hier schnell in die Bahn. Jungs, ich bin raus. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Das war so aufregend mit denen. Das war so lustig mit den. Ich stehe mit irgendwelchen Kindern in Düsseldorf. Anstatt mit Erwachsenen. Die Jungs, Alter, sind die Besten, Alter. Ja. Die zeigen mir so ein bisschen Düsseldorf. Ja, ja, ich steig genau nur eine da, wo wir waren, in der Königsallee, wa? Ja, ja. Okay, wir perfekt. Jungs. Danke euch nochmal einzeln, ja? Da schaut mal hier, wie die Sitze hier so sind. Das sieht ganz anders aus. Heftig. Da gegenüber, schaut mal. Die U-Bahn sieht hier aus, Alter. So, ich glaube, wir sind da, wo wir begonnen haben. Ich habe mich ein bisschen verlaufen mit den Jungs. Hab ein paar TikToks gedreht, könnt ihr natürlich bei mir auf TikTok sehen. Also die U-Bahn hier sieht aus wie, als wäre das so eine Art Regionalbahn. Ja? Ganz komisch, also anders. Noch eine? Nein, das war nur eine. Heftig die U-Bahn, wie die U-Bahn hier aussieht. Auf jeden Fall habe ich jetzt, ist das wie so ein Fluch. Jetzt kommen die ganzen Kids hinterher. Irgendwie überall, wo ich hingehe, Bro. Nicht nur in Berlin-Wedding. Jungs, geht mit den Jungs mit, lauf mir nicht hinterher. Geht mit ihnen mit, bleib bei ihnen. Geht zu den Jungs, haut rein, bis zum nächsten Mal, ja? Pass auf euch auf, ciao. Wir verraten nicht unsere Freunde wegen einem Typen, der hier mit der Kamera rumrennt. Schau euch mal bitte die U-Bahnhöfe hier an. Super, super sauber. Alter, was ist das? Heftig, was ist das? Super saubere U-Bahn-Station hier in den Ecken. Düsseldorf, super, super sauber. Mit Berlin gar nicht zu vergleichen, vielleicht mit Bundestag oder Museumsinsel. So. Das ist so der Style hier. Ich dachte immer nur, wir haben eine Museumsinsel in Berlin und das ist die sauberste U-Bahn. Ja? Aber nein, die haben ja auch super saubere U-Bahnhöfe. Wow, ich bin geschockt. Ja, unterwegs hier gerade mit dem E-Scooter und das ist hier die Düsseldorfer Innenstadt so ein bisschen. Mitten in der Woche. Und ich dachte mir, ja, wir kommen jetzt zum Ende von diesem Video. Was für ein wunderschöner Tag. Liebe Grüße gehen raus an Mois an der Stelle. Ich verlinke ihn natürlich unten, auch wenn er es nicht nötig hat. Verlinke ich ihn unten in der Überschrift mit einem Ad-Zeichen, damit ihr wisst ungefähr, mit wem ich heute am Start war. Die Shadowstraße, Freunde. Ach ja, meine Hotel-Room-Tour zeige ich euch natürlich auch im nächsten Video. Zeige ich euch, wo ich in Düsseldorf im Hotel bin. Die ganze Room-Tour ist kein großes Ding. Und das ist das, was ich meine. Ihr seht es auch, ne? Mitten in der Woche in der Innenstadt Düsseldorf. Schau mal hier, Königsallee. Bruder, hier ist nichts. Also hier ist wirklich nichts. Wortwörtlich. Ne? Also. Ja, halt nichts Besonderes. Deswegen, ich liebe es, dass ich aus Berlin bin. An Berlin kommt eben nichts ran. So. Schau mal, in der Woche hier. It's fucking nothing, bro. It's fucking empty. Alles ist empty, bro. Belehrt wird nicht abonniert und nach. Hier ist wirklich keine Sau. Berlin bleibt eins. Berlin bleibt eins. Schau mal, sogar Echo. Ah! Ist kein Schwanz hier.